Moin alle gue, wir sind die dort und heute basteln wir. Heute basteln wir, ich weiß einfach mal nicht richtig, wie ich das nennen soll. Wir nennen einfach ein Foto an einer Küste. Und zwar, ich erkläre euch ein bisschen. Ich bin immer, ich meine, ihr kennt alle gut, die sagt man, die Schunkküsten. Schunkküste, wo du dann den eigenen Raum dran basteln und so. Und ich bin halt immer ein bisschen langweilig von der Dünsch gedacht. Da können wir machen, das hier so, wir holen ein Foto von uns. Und da setzen wir die an die Küste. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel. Da, das ist Joya. Und Joya war irgendwann an irgendeiner Vakanz, war deren Federn, du hast ein Foto geholt. Und ich habe am Anfang eine Geschichte da dran gemalt. Das heißt, Joya ist also an einer Geschichte mit einem Dingensteher. Und zwar ist das dort alles gemalt. Mit dicken Papaya, den ist relativ dick. Und dann hier noch einfach dran gepasst. Das ist ein Beispiel. Und dann haben wir schon ein Girland gemäht aus dem Washi-Tape. Ich weiß nicht, den da noch. Das ist eine Idee. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr irgendwo eine Hölzerküste fand, das ist die hier. Da könnt ihr erst Aschziche gehen. Ich muss da ein bisschen noch holen. Da könnt ihr erst Aschziche gehen. Am Moos, und da tut sie ganz klein Stein, und da kann da, Joya, hat da eine Kurve, da habe ich gedacht, da geht das eher sammeln, wie Austern. Und dann habe ich aber noch einen Hund dahinter gemalt und ein bisschen gewurstelt, und da tut sie in Irland immer so kleine Pailletten, so kleine Gedächtnis, die sie dort findet. Und ich hatte aber keine Eier, die so klein waren. Da habe ich Plastilin geholt, so ganz kleine Plastilinstecker, an die habe ich da geholt und dann da drüber gelegt. Die sind sie nicht ganz fest, die verstehe ich nicht, warum da hin, weil sie nicht passen. Aber der fand da bestimmt irgendwelche Ideen. Ich habe noch einen anderen Brot, und zwar ist das den hier. Den ist ganz klein, das ist so eine Art Fixfleischküste. Und da ist Joya am Gott, mit großen Blumen. Da geht dann von Loch süß drin, das ist malt. Farbe schmacht, abhascht. So. Kann ich schrecken, dass du mal rüber. Voilà. Und da weisen sie euch, wie ihr das möcht. Schon dem Joya zwei Freundinnen dabei geholt. Das ist Clara und das ist Lulu. Und Joya haben wir am Anfang unsere anderen aufgeschnitten. Weil das hier machen wir, setzen wir die drei an ein Haus. Die ist schon am Fungalus schon ein Blatt präpariert und das habe ich gemäht. Und das tue ich einfach so dran gemäht, das ist nicht gepasst, das ist einfach dran getasselt. Der muss, wenn der nicht muss, leder das Blatt, leder so drauf und dann muss man bleicht und dann schneidet es aus. Dann hat er die richtige Moos, so, und dann fällt das ganz raus. Da brauchen wir das zu unserem Dranzenmann und da kann ihn das dann nicht passen. Das ist mal der Hintergrund. Das heißt, ihr denkt euch irgendeine Geschichte aus und dann malt ihr einen Hintergrund und dann setzt ihr das Blatt da dran. Dann haben wir am schon gemäht. So. Und dann muss man die Brille tun. Und dann muss man die Fotos, die der Hut, die muss da ausschneiden. Und zwar relativ nah. Aber muss nicht ganz nur sein. Kann so klein Stückchen weiß nach rundherum sein, das steht nicht. Geht es darum, dass wir einen Moos haben, für den Not als Fenster. Weil wir setzen das an ein Haus. So, Nummer 3, Foto. Nun habe ich erst präpariert, wie das aussehen soll. Das ist das hier, wie ihr das sieht. Wir setzen hier drei Häuser oder vier Häuser dahin. Und da setzen wir Lulu, Clara und Joya setzen wir an die Häuser. So, dafür braucht ihr einen Stift, für den wir Bleistift. Und dann zeichnet ihr das ab. Und dann habt ihr am besten die Leder, die Foto schon prägt, damit ihr wisst, wie groß das die ungefähr soll ausgesehen. Und da fährt ihr durch. Ihr holt den schwarzen Stift. Und da fährt ihr durch. Also, ich habe mir ein bisschen mein Bleistift präpariert. Da ist nicht so viel Blödsinn hier zeichnen. Und da fuhr man einfach dem Strich nur. So, hier wie ich es ungefähr. Voilà.
So. Was flott das aus, wenn ihr einfach seht, ich mache eine kleine Geschichte draus, dass ihr nicht einfach seht, oh, ich schneide das los und setze das in die Küche, dass ihr das Bild, dass ihr aus der Küche und fange eine kleine Geschichte oder ein kleines Bild möchte, die irgendeinen Sinn hat. Dann habe ich gedacht, wir machen die drei, die am Haus sind und die gucken, ob der geht. Und das sind einfach nur Büschen, die mal Leute blöd sind zu summen. So, also, dann machen wir ein bisschen vier runter. Die ist der Schneider am Fungal die drei Häuser, von der sie bis abgezeichnet hat, schneide sie aus. Ich muss ein bisschen vier runter machen. Also, es geht nicht. Dauert das zu lang. Also. Voilà. Und dann das du, wenn man ein Fenster da hin. Und da kann ich den dann nicht farbig machen, so wie ich gerade Lust hat. Das ist irgendwie los. Am Fungal ist es ja eher geschieht und ihr macht am Fungal das draus, was dir am besten gefällt. So. Und dann machen wir hier ein Fenster. So. Und da können wir schon aufhängen. Das reicht mir mal nicht. Können wir schon aufhängen, das auszuschneiden. Also, Zellwürst, der schneidet nicht auf den Strich, der kann ein bisschen Platz lassen. Für das in den Strich am Fungal nachgesetzt. So. Was da auch mal aufpassen wird, das habe ich vergessen zu sagen, ist, ob die Hälfte von einem Haus, das Haus, alles, was da am Fungal so bastelt oder malt, das muss da nur dann Küche passen. Wenn der natürlich nur ein Haus baut, das viel zu viel groß ist, ja, da muss er nicht aufhängen, damit, weil dann ist das nicht so gut. Das heißt, du musst ein bisschen aufpassen, dass er die richtige Moose macht. So. Voilà, das ist die Nähen. Und dann heute noch dem Joya sein Haus. Schneiden wir das auch. So. Also, und dann probieren wir das, dann legen wir das mal so hin. Das geht so da dran und das da wird dann da oder umgedreht. Das ist am Anfang egal. So. Was wichtig ist, dass wenn du das dort malst, musst du daran denken, dass du das dann nicht musst passen, dass es stehen bleibt. Wenn wir das so passen, komm, ich weiß nicht so, wenn wir das so passen, dann fällt das um. Weil wir wollen das ja mit vier, nur vier setzen. Die vier muss man das fallen. Und zwar ein Stückchen, weil wir passen das dann nicht mit Passpistole oder irgendetwas anderes. So, dass man das ein bisschen auf vier regeln, weil das ist das ganz ein bisschen witzig, wenn ein bisschen kann auf vier regeln. So, das tun wir fertig und das muss man bei dem anderen dann auch machen. Und zwar fallen wir das und dann passen wir als Mädchen da dran. Habe ich immer noch vergessen. Fenster zu machen. So. Nun ist mir das schon voll. Da ist er. Und Lulu bleibt schon am Boden. Alle, noch ein Kerl. Wir kriegen das hin. Also, wir haben ein Foto. Und die setzen wir dann an das Fenster dran. Lulu. Clara und dann Joya noch. So. Was noch nicht gut ist, ist den dritten Teil. Den steht so raus. Dann machen wir das einfach so. Dann schneiden wir den weg. Und hier auch ein bisschen da den Fenster, da den Strich von dem Fenster gesät. Voilà. So. Da das wieder dicht. Klar, sind also schöner, als sie noch zu breit. Da schneiden wir so ein bisschen an. Dann haben wir die zwei fertig. So. Voilà, dann haben wir am Fungal schon den ersten Teil gemäht. Nee, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen weiß. Das Ganze. Dann machen wir noch irgendetwas Farbiges dabei, für das es bei der Rest passt. Und zwar
Warte mal, machen wir einfach heute etwas hin. Und dann machen wir das vorwärts. Wie der Joya rosa gern hat, kriegt Joya ein rosa Herz. Aber jenen zwei, was sollen wir hier machen? Komm, man, du Fenster einfach. Man einfach ein Vorwisch Fenster. Weiter. So, wir darf mal ein bisschen mehr Farben das Ganze drauf bringen. So. Dann haben wir die zwei Häuser schon fertig. Das fährt dann los. Setzen wir sie hier in den Neck. An. So, jetzt setzen wir die andere Seite. Nun muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist so, dass wenn ihr das innen aufhast, da fällt das in den ewigen Teil, durch das Blatt nicht ganz, hör das Erbe um. Für das sie wieder machen wir einen Kirschtonnen drin. Und zwar holt ihr da ein Blatt. Das ist am Punkt, egal was ein Brete tut, hat seit Post, hat das Haus da nicht gesagt. Also, du hältst so Blatt und dann dirbelt du das viermal. 1, 2, 3, 4 Mal. So. Schneiden wir das auf. Und dann. Jede dann Fungal Drums. So. Dass du das dann so zusammenpasst. Und dann holen wir irgendeinen Scotch raus. Und da passen wir den um. So. Und dann brauchen wir das just noch hier drüber zu passen. Und zwar do und do. Und dann hält das Ganze schon viel mehr rein. Also da bleibt das Ganze schon viel mehr rein. Am Prinzip hoffen wir mal, dass das funktioniert. Wenn nicht, müssen wir es in einen anderen Fall lassen. Also das ist das echt. So, kommen wir da mal so dran. Und dann machen wir das selbst bei den anderen Häusern. Noch ein Kehr. Wir dirbeln viermal. 1, 2, 3, 4. Das schneiden wir dann auf. So. Und dann passen wir das zusammen. Entweder mit Brett oder mit Scotch, wie der Lust tut. So wie das am besten geht. So, passen wir das. Und dann passen wir das um innen hin. Ich bin mir nicht sicher, ob das durchgeht. Wir probieren das. Gucken wir uns das mal an. Also, innen hin passen und unten weg passen. So. Ja. Vielleicht, wenn das hier gepasst ist, dann geht das besser. Ihr seht da doch besser aus. So. Was ja noch gedauert, du fühlst ja ein bisschen Lust zu machen. Und machen wir noch, hängen wir heute noch eine Wolle und eine Sonne. Also, wir nehmen ein Blatt, Bleistift, wir malen eine Wolle. So. Wir holen einen Stift und da fahren wir dann mit dem Stift noch. So. Und dann, wie viel drin auch schon, schneiden wir dran aus. So. Kleines Stückchen rundherum. So. Und dann. Schon nicht immer so flott, wenn sie Sachen du hängst. Wenn das nicht einfach ein Riedbild ist, wir wollen so verschiedene Elemente entweder hängen oder nur vier gepasst. Ich fand das immer ganz flott. So, lol da. Spitz von der Scheibe oder einfach die Bleistift und der Matte ein Loch dran. Ohne, dass das ganz futtig geht. So. Voilà. Wissen, ob das durchgeht. So, und dann holen wir ein Zwier. Ein Zwier aus weißen Fudern, den ich noch halt viel zu bieten. Den ist relativ dünn. Und das ist nicht für dick fangen. Das heißt, muss man mal überraschen, ob ich das hier kriege. Also, den stürchen wir hier durch. Probieren wir das mal. Wenn das nicht geht,
Da muss man das Lachmig rausmachen. Das durch, gell? So, dann machen wir Knut. Und dann haben wir es schon. So. Vielleicht, wenn ich die Knöte kriege. Perfekt. So. Voilà. Wir haben eine Wolle. Ah ja, was gut ist, als wenn er die eine Seite gemäht tut, dass er die andere Seite auch macht. Weil wenn das Ding sich dreht, dann sieht es immer besser aus, wenn er die zwei Seiten macht. Das heißt, wir machen das Dolo noch. So. Voilà. So, und jetzt holen wir ein Stück Scotch. Und stellen wir ein. Und dann. Im Prinzip aus den durchsichtigen Wasser, aber das ist gut so. Dann hängen wir das hier hin. Für das hängen muss ich das so hinhängen, um zu gucken, was drin heißt, dass das kriegt. Und ich muss für noch das Blatt aufpassen, weil es geht das die ganze Zeit los. Also. Und dann brauche ich den Fanger just hier hin zu hängen, um am Scotch und zu passen. Dann müssen wir das ziehen. Probieren wir das mal. Ja. Voilà. Dann schneiden wir das noch auf und dann haben wir schon als Wollig. Dann machen wir das selber mit der Sonne. Auf eine runde Sonne zu kriegen, holen wir uns dann einfach mal das hier als Basis. Und da brauchen wir ja just den Kreis nachzuziehen. So wie ein. Den Mund. Und schon ist unsere Sonne fertig. Ich mache das extra schnell, damit das bestimmt viel mehr Luft, viel mehr Flut, viel mehr proper mit der Zeit geht. So, kriegt ihr noch. Kriegt ihr so nach Backen. Und im Prinzip müssen sie auch nach Giel oder so malen. Mit dem macht das. So. Zellwäscht. Mehr. Schneiden das dann raus und wir machen rum ein Loch dran. Da. Und da geht ein Fungal rum selber. Ich will noch mal holen. Also Stück 2. Schneiden das auf. Stierchen das dran. Da, das geht. So, und dann machen wir einen Knut. Und wir passen das ganz dann um. Voilà. Wir sehen das Scotch rum. So. Und dann hängen wir als Sonne. Ha, und schon die andere Seite vergessen. Mit ihr wisst ja, dass ihr das muss machen. So, ich lehne sie hier hin. Und dann hängen wir sie an den Eck. So. Und da schneiden wir uns das Tuten weg, da passt das normalerweise auch. Voilà! So, haben wir das doch schon gekriegt. Lo, kommen als Häuser und Küste. Und zwar passen wir das ganz und das klappt nicht immer die erste Kehr, das heißt, wenn das lo umkippt, dann nicht verzweifeln. Es kann ihn immer so eine Ähnliche so passen. Komm, ich stricke das mal so, wie das heißt. Das ist gar kein Problem. Oh, das schenkt aber zu halten. So, dann holen wir die Anna. Schau ja sein Haus, wenn man das selber ist. Also, wir passen einen hin, entweder mit Brett oder mit. Egal. Vater gerade tut und er setzt das dann an den anderen Eck. So, und dann muss er umdrücken. Und dann haben wir schon die zwei Häuser. Voilà. So. Weil wir aber an einem Gut sind, wäre es gut, wenn da, und dafür hole ich dann nur das heute raus, habe ich schon das schon präpariert gehabt, wenn da noch ein Wies für drunter Gift machen. Weil ein Wies muss das erstens halten, da vier muss das Fischen Deal, das ist dann nicht so riecht, das ist dann ein bisschen löschtisch. Da einfach ein Wies. Malt,
Vorwischmatt und Ausschnitt. Und dann du drüber passt, ob du Bob hast. Ich schon noch Blumen da hineingesät. Und ich schon nach ein Girland gemäht. Ich weiß nicht, nach wie in die Girland möchte. Und zwar habe ich das schon ein bisschen präpariert. Ich weiß nicht. Das ist ganz einfach. Das ist ein bisschen. Also das ist nicht für dick fangen. Mit das aber aus sich etwas ganz Einfaches, wenn du ein bisschen Dreh rausholt. Die holt immer vor dem. Dünne vor dem, die können aber auch mit dicken vor dem holen. Das ist am Anfang wieder wild. Die können doch so vor dem holen. Die sind ein bisschen mit dick, das geht doch. Also siehst du irgendwo vor dem und dann holt er entweder so Washi-Tape, das passt. Die sind immens flott, weil sie vorwisch sind. Und die kriegen den an allen Farben. Der geht da ganz, ganz, ganz viel. So, ich will nur die Haie. Die könntet ihr aber auch einfach abmolen und da passen. Das geht doch. Das Haie und ich schüsse mit, weil ich fand, dass es einfach geht. Also, ich habe meinen Fuhren schon verloren. Ich habe vielleicht noch keinen Fuhren geholt. Da warten wir. Also, wir holen den Fuhren. Da legen wir den drauf. Und den passt dann um Fuhren an. Und dann dirbeln wir den einfach. Die kann ruhig krumm gehen, das ist kein Problem. So. Dann holt der Scheier. Und der Schneider nicht an der Fuhre. Die eine Seite an die andere Seite. Raus. Und dann holt er am Fungus schon fertig. Das ist den ersten. Und der fährt so weiter. Bis du eine ganze Reihe hat. Wie hei. Und dann braucht er just Scotch zu holen. Oder Pasch, was er will. Und da braucht er sich just unzupaschen, so wie der Losch tut. Wo soll es denn? Da. Dass er einfach dann drauf lädt und da passt. Mama, ja, nein. So. Töte ein bisschen, ob es mit, muss ich endlich Zeit holen zu denen. Mit das aber, das Resultat von ich einfach, also der Wert, den ich Zeit geholt habe. So. Und du kannst ihn dann noch dazwischen hängen oder noch Blumen. Je, was der Lust tut, das Erdbild. Und ihr könnt am Anfang damit machen, was der Lust tut. Und ihr könnt die Geschichte erfinden, die euch am besten gefällt oder die für euch, für beide Bild am besten passt. So, das war's schon für heute. Ich wünsche euch viel Freude. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Freude gemacht habt wie mir. Bis geschwind, Kerl. Tschüss.